Hi mal wieder. Ja, Tech Talk heute bei Biken TV. Und zwar, ich bin wieder beim Snowbike Festival in Gstaad. Und ihr wisst, wenn ich bei solchen Trips bin, leih ich mir immer Räder. Und ich fahre zu Hause meine Nabenschaltung. Habe natürlich immer mitbekommen und auch durch meine Kursteilnehmer, dass das Einfachkettenblatt an der Kettenschaltung, kann man hier gut erkennen, sich immer mehr durchsetzt. Das heißt, statt, wie es früher üblich war, vorne einen Umwerfer zu haben, früher sogar mit 3 Kettenblättern, dann wurden 2 Kettenblätter, hat sich das ein bisschen gewandelt, die Übersetzungen wurden anders. Man hat vorne ein Kettenblatt und hinten 11 Gänge. Es gibt auch Schaltungen mit 12 Gängen. So, jetzt muss man sich überlegen, welche Vor- und Nachteile hat das? Ich würde natürlich auch gern in den Kommentaren eure Erfahrungen und Meinungen dazu lesen. Ich gebe euch mal mein Feedback und dann würde ich sagen, können wir mal gucken, ob man das wirklich seinen besten Freunden empfehlen würde. Ganz klar geht der Trend natürlich mit dem Einfachkettenblatt dahin, dass es einfach simpler, weniger Technik. Umwerfer war immer eine Quelle für Defekte, der konnte sich verschieben. Es war nervig, wenn die Kette daran ratterte. Also man versucht es wirklich simpel. Natürlich, man spart auch wieder Gewicht, weniger Züge, die lang gehen müssen. Also da sind viele Vorteile. Jetzt natürlich die Frage, kann man mit dem Einfachkettenblatt die Übersetzung so hinbiegen, dass man trotzdem auch noch komplett bergtauglich ist. Also auf richtig steile Anstiege. Und ich habe da gemischte Erfahrungen gemacht, weiß aber aus meinen Fahrtechnikkursen, wo ich viele Hunderte, über die Jahre auch Tausende Teilnehmer hatte und natürlich viele, die auch ein bisschen da berichten, dass manche Leute gesagt haben, mit der klassischen Einfach-Kettenblatt-Übersetzung, die sie so im Laden gekauft haben, kamen sie nicht auf richtig steile Anstiege klar. Das heißt, da muss man dann wieder ein bisschen rumexperimentieren. Kann man vielleicht mit den Kettenblattgrößen noch etwas ändern? Schreibt bitte mal in die Kommentare an alle, die jetzt einfach Kettenblatt fahren und davon überzeugt sind. Wie habt ihr das gemacht, dass ihr auch ohne die Waden von einem Leistungssportler mit der Einfachübersetzung richtig steile Berge hochfahren könnt? Ein wichtiger Aspekt bei der ganzen Geschichte ist natürlich, früher hatte man 7 Ritzel hinten, dann wurden es 8, 9, 10, 11, 12. Und dann ist die Frage, wie sieht es aus mit der Kettenlinie? Weil ihr wisst aus Erfahrung, je schräger die Kettenlinie ist, gerade wenn man jetzt vorne nur noch ein Blatt hat, also man kann vorne nicht ausgleichen mit dem Umwerfer, dass man die Kettenlinie wieder ein bisschen gerader macht, erhöht das den Verschleiß der Kette. Und wenn der Zug vielleicht nicht optimal eingestellt ist oder so auch, dass man sich verschaltet oder vielleicht die Kette abspringt. Das heißt, mein Kritikpunkt gerade bei E-Mountainbikes ist, die haben sehr hohe Kräfte durch den Motor noch, dass der Verschleiß auf den Kettenblätter, auf die Ritzel so enorm ist, dass man andauernd neue Verschleißsets nachkaufen muss. Und gerade wenn die Leute, viele wissen das ja gar nicht besser und fahren dann oft mit sehr schrägen Kettenlinien und dann noch mit viel Kraft drauf. Schreibt mal, was ihr da bisher so erlebt habt. Ist euch schon mal die Kette gerissen, weil das mir zum Beispiel mal schon mal passiert, da kann man sich wehtun. Wie seht ihr das Thema schräge Kettenlinien, Verschleiß? Und ja, sonst kann man natürlich ganz klar sagen, dass dieses simple Technik mit einem Kettenblatt einige Vorteile hat und man muss in der Praxis gucken, was dann überwiegt und für sich individuell entscheiden. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, auch mit Umwerfer vorne zu fahren. Es gibt natürlich immer noch auch heute die Möglichkeit, Bikes zu kaufen mit Umwerfer, teilweise auch nachrüstbar, und mich interessiert, was ihr dazu meint. Ich freue mich auf den nächsten Tech Talk, auf das nächste Video. Wir sehen uns.